Was geht ab, Leute? Ein herzliches Willkommen zu unserer Mega-Season. Wir sind in Spielberg und es erwartet ziemlich viel. Wir werden nämlich heute einen regen Qualifying haben und auch den Sprint an sich natürlich. Unser Sprint-Qualifying für das morgige Rennen. Also es wird ziemlich turbulent zur Sache gehen. Außerdem werden wir natürlich auch ein bisschen darüber reden, was gestern alles im Qualifying abging. Hier sind wir jetzt noch in der Box beim Trockenen. Aber ich habe mir gedacht, dafür müssen wir eigentlich das Training mal sausen lassen, um uns heute voll und ganz natürlich auf den Sprint zu konzentrieren, den es ja auch in der Formel 1 geben wird. Ich bin sehr gespannt. Was denkt ihr, wer wird das Ganze gewinnen in der Formel 1? Wir werden jetzt mal unsere Qualifying-Runde, ich werde euch meine beste Runde zeigen. Wir haben es ins Q3 geschafft und ich werde euch die beste Runde zeigen und dann werden wir direkt zum Sprint springen, der Gott sei Dank im Trockenen stattfindet. Mein Setup hier nicht besonders gut, lässt sich aber immerhin perfekt handeln, das Auto. Muss man eigentlich sagen, es tut mir leid. Ich weiß, es ist nicht das beste Setup hier, ihr kennt euch da bestimmt besser aus, manche von euch, und wir sind hier direkt ins Qualifying reingehüpft. Letzter Versuch, letzter Run, beziehungsweise mein erster. Aber ich dachte mir, hopp oder drop, ist egal. Wir haben es jetzt Q3 geschafft und da ist eigentlich besser, geht's nicht mehr. Und für später ist noch Starkregen angesagt. Und ich war sehr verblüfft, dass das Auto so gut im Regen liegt, obwohl ich ein Trocken-Setup genommen habe. Also ist es echt sehr, sehr handelbar. Und es hat für einen Moment mal gereicht für den zweiten Platz. Allerdings sind wir dann noch ein bisschen runtergedrängt worden. Aber jetzt starten wir nochmal rein in den Versuch. Sorry Leute, den wollte ich Ihnen natürlich zeigen. Es hat für den Moment mal gereicht für den zweiten Platz, jetzt aber schon wieder für den dritten. Und wir sind ein paar Tausendstel, circa, ja, jetzt fast ein Zehntel hier. Jetzt habe ich ein bisschen was verloren. Beim Rausbeschleunigen immerhin, Alter, guckt euch mal das an, was wir gefunden haben. 2,5 Zehntel, Charles Leclerc, jetzt eine 1,13. Wir sind wieder durchgereicht auf dem vierten Platz. Ich denke mal, da wird es noch ein bisschen weiter nach unten gehen. Wenn wir hier 3 Zehntel finden, dann finden auch die anderen ordentlich was. 4 Zehntel jetzt und ich glaube, da könnten wir auf einer Goldgrube liegen mit der Runde. Okay, Goldgrube ist jetzt, okay, ihr wisst, was ich meine. Und hier runter, da gab es gestern, oh mein Gott, leichter Querstier. Hier gab es den Abflug von Lewis Hamilton gestern in seiner finalen Runde. Und ja, wir waren hier auch sehr quer. Ich habe ein paar Tausendstel verloren, aber wir gehen jetzt wieder rauf auf die 4 Zehntel. Jetzt Jochen Rindkurve. Da ist Ocon und okay, Gott sei Dank hat er Platz gemacht. Und jetzt letzte Kurve. Naja, es reicht dann für 3 Zehntel Verbesserung. Was an sich auch keine schlechte Runde war. Wir waren jetzt 1,5 Zehntel waren wir langsamer als George Russell. Und ich denke mal, es sollte für die Top 5 gereicht haben. Wir werden uns das Ganze mal angucken und. Genau, jetzt gucken wir uns mal das Training an. Es gab ziemlich viele Track Limits gestern, unter anderem auch eine von Checo Perez, die bis jetzt Stand 19.30 Uhr nicht aufgeklärt worden ist. Es tut mir leid, Leute, falls ihr da schon mehr wisst, ich werde das euch morgen im Laufe des Tages in dem Video nochmal sagen. Auch die Aston Martins wieder sehr schlecht mit McLaren unterwegs, hier auch Norris mit einem Motorwechsel konnte immerhin noch die Ehre ins Q2 zu gelangen, aber bei Ricciardo ging wieder nichts aus in Q1. Hier auch wieder die Orange Army war auch wieder da. Leider immer beim Bullen, der ist da immer so schön verdeckt. Und dann hier haben wir nochmal den Abflug von Lewis Hamilton in Q3. Der ist ein Ticken von der Ideallinie abgekommen. Das hat das Auto nicht verziehen. Ist dann direkt in die Mauer, also in den Mauerreifenstapel hier. Gott sei Dank nichts Gravierendes. Natürlich mal nicht verletzt, Gott sei Dank. Aber auch der Schaden wird ein bisschen schwierig. Nämlich auch bei George Russell ein gab rote Flagge, dann ging es weiter und George Russell in seiner schnellen Runde hat dann leider genau auch sein Auto in die Mauer gesetzt. Letzte Kurve ausgedreht, hat ziemlich komisch ausgesehen, vielleicht Ticken zu früh aufs Gas gegangen, vielleicht auch neben der Linie und ist dann mit dem Heck eingeschlagen. Hoffentlich gibt es da keinen Getriebeschaden, weil das ist ja immer gut, also die Autos sind ja gebaut, dass man mit der Spitze irgendwo reinfährt und eben nicht mit dem Heck. Und hoffentlich gibt es auch keine Strafe für ihn. Er hat nämlich die Strecke betreten während der roten Flagge und das ist eigentlich strengstens verboten, außer natürlich man ist ein Marshall oder so. Und hier haben wir den Endstand. Ganz, ganz knapp hat sich da Max Verstappen mit 29.000stel vor Leclerc, aber auch nur 82.000stel mit Carlos Sainz, Perez ein bisschen abgeschlagen, auch Russell, bester Startplatz, bestes Qualifying hat er gesagt, Ocon, Kevin Magnussen und Mick Schumacher, beide Hasen in den Top 10, aber auch Fernando Alonso und Lewis Hamilton, der hat auch gesagt, er wird ordentlich angehen, 8 Sekunden langsamer. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant das Ganze, auch Pierre Gasly, bei Perez, wie gesagt, wissen wir noch nicht, ob es eine Strafe geben wird. Sebastian Vettel vom letzten Platz ist natürlich echt bitter, weil ihn auch da noch eine Runde gestrichen wurde und so weiter, Lando von 15, Ricciardo von 16 und hier haben wir noch
nochmal die drei strahlenden Sieger. Ja, wie gesagt, Verstappen, vor Leclerc und Perez. Und Sainz. Und wir sind hier noch einmal in Österreich zum Sprint. Das ist mein erster Sprint generell, den ich jemals gefahren bin. Ich bin nicht mal noch in meinem Team einen Sprint gefahren. Also gefahren schon, nur ich habe es noch nicht gesehen. Aber das war wirklich mein erster Sprint, den ich gefahren bin. Hier nochmal natürlich der Bulle. 22 Grad und ich glaube, das kommt sogar an die Temperaturen von Echtern. Also viel mehr gab es da heute oder beziehungsweise gestern auch nicht. 4,3 Kilometer, 3 DRS-Zonen und nur 10 Kurven macht den ja, Red Bull Ring, so wie er eigentlich heißt, zu einer der Highspeed-Strecken. Ich glaube, die drittschnellste Strecke von der Durchschnittsgeschwindigkeit ist auf jeden Fall ordentlich hier. Des heutigen Sprintrennens anschauen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole und vom Platz daneben startet George Russell. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Der Tiger, Verstappen, Fernando Alonso und Norris, Hamilton, Ocon, Perez und Lance Stroll. Ricardo, Magnussen, Carlos Sainz und Mick Schumacher. Bottas, Tsunoda, Pierre Gasly und Alexander Albon. Latifi und Guanyu Zhou. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start dieses Sprintrennens. Vielen Dank, meine Kollegen aus Sky, und ich muss euch natürlich hier zeigen, auch wenn mir nur der Start wäre ordentlich schlecht gegangen, da war auch mein Motor, ich habe da gar nicht geguckt, ich bin in natürlich vom Lance noch keine einzige Mega-Season oder so gefahren, bin dann eigentlich nur in Karriere reingegangen und in schnellen Saisonstart, wusste natürlich auch nicht, dass leider die Motorkomponenten und so weiter auch ausgetauscht gehören. Ich habe zwar ein, zwei Teile ausgetauscht, habe aber dann, jetzt gucken wir. Ist okay, Purple. Und habe dann auch nicht genau geguckt, was da alles ausgetauscht worden ist. Hat sich herausgestellt, dass der Verbrennungsmotor leider nicht ausgetauscht worden ist. Und mit dem müssen wir auch im Rennen dann fahren. Also es wird ziemlich spannend werden mit einem 69%igen Verbrennungsmotor. Wird auf jeden Fall ein interessantes Qualifying, Sprint-Qualifying und Rennen. Aber jetzt geht man hier aus. Das erste Sprintrennen meiner Karriere hier in F1 22 und der Start war alles andere als gut. Er war eher so mittelmäßig. Da werden wir auch ein bisschen, muss ich ein bisschen weit gehen. Da gehe ich vom Gas runter, um da auch keinen Schaden am Unterboden oder so irgendwie zu bekommen. Aber der Motor, gucken wir jetzt, dass hier mal 69%. Ich glaube, innen können wir an Verstappen vorbeigehen. Immerhin. Oh mein Gott. Da waren wir aber ordentlich nah an dem Heck von George Russell dran. Aber ich denke mal, das war noch alles im Rahmen. Und im Windschatten pflügen wir hier Wetterbericht natürlich, weil ich habe kein perfektes Wetter und deswegen ist mein Wetterbericht ein bisschen schwummerig. Mir ist oft gesagt worden, dass hier im Sprint Regen angesagt ist. Kam aber auch kein Regen. Im Qualifying kam Regen, war aber auch fürs dritte Training Regen angesagt und da war alles trocken. Und da dachte ich mir, okay, das Wetter spielt ein bisschen verrückt hier in Spielberg. Und ja, was soll ich sagen, ist Gott sei Dank hier alles gut gegangen. Wir sind am dritten Platz und ich denke mal, wenn wir den halten könnten, wäre das schon mal ein perfektes Rennerlebnis vom dritten Platz ins Rennen zu gehen. Wäre natürlich optimal. Natürlich wäre der erste optimale, aber wir sehen alleine, wie Charles Leclerc da vorne wegzieht. Und ich denke mal, das werden wir da auch jetzt nicht unbedingt drehen können, würde ich mal sagen. Und so bleiben wir immerhin im DRS-Fenster von George Russell, der jetzt nicht eine übertrieben gute Pace drauf hat, würde ich mal sagen. Ich habe natürlich auch eine gute Pace. Wir fahren nur, lacht mich nicht aus, auf Stufe 78. Aber alle, die Formel 1 22 fahren, wissen, dass 78 auch schon eine ordentliche Schwierigkeit sein kann. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist nicht die höchste Schwierigkeit. Aber gerade in Formel 1 22, meine Pace ist noch nicht da, wo ich sie haben will. Und wir haben die schnellste Rennrunde geschafft. Eine 1,8. Oh mein Gott, das war echt langsam. Aber es reicht mal für schnellste Rennrunde. Und hier hat ein Russell anscheinend einen kleinen Fehler drin. Und da können wir in Windschatten ein bisschen. Ich wollte zuerst links antäuschen und rechts. Aber das reicht noch nicht ganz. Weil innen wissen wir ein bisschen später. Können wir erst ein bisschen später aufs Gas gehen. Wir kommen jetzt zwar ein bisschen besser raus. Aber
ja, kommt Leclerc mit DRS und vor allem natürlich auch dem Motorvorteil. Da stecke ich nochmal zurück. Ich weiß genau, wir haben ihn hier und ich hoffe auch natürlich auf einen Fehler, weil unser Auto auf lange Zeit gesehen natürlich jetzt nicht so schnell ist wie sein Mercedes. Auch wenn er nur einen Mercedes hat und wir einen Aston Martin, aber er ist dann nochmal eine Ecke schneller wie wir. Aber jetzt hängen wir uns mal hier ein bisschen im Windschatten dran. Für DRS reicht es allemal. Und ja. Guck mal, was so geht. Ich meine, wir haben da das Privileg. Natürlich klebt uns jetzt auch Verstappen dran, weil wir ja gefightet haben sozusagen. Und ja, auch Hamilton ist nicht weit weg. Wir gehen ein bisschen aus, wir zupfen mal raus, aber das ist natürlich noch viel zu weit. Ich möchte hier mal zeigen, yo, wir sind auch hier. Alexander Albon ist draußen. Ist natürlich blöd, wenn man beim Sprint ausscheidet, weil dann startet man natürlich auch vom letzten Platz. Und das Crashen ist natürlich noch schlimmer. Unterboden leichter Schaden. Und da werden wir jetzt hier mal hintergehen. Und da, oh mein Gott, Alter, der hat sich so spät verbremst. Ich wusste gar nicht wohin, aber es hat gereicht. 71%. Wir müssen uns echt auf den Motor aufpassen, weil der ordentlich, aber wirklich ordentlich, ja, den müssen wir auch noch das ganze Rennen durchziehen. Und ich kann nicht sagen, wartet bitte auf das Australien-Rennen. Da ist richtig was abgegangen. Das Australien-Rennen meiner My Team Season. Ach du Scheiße, ich kann auf jeden Fall sagen, Leute, wartet das Rennen ab. Das wird spaßig und vor allem sehr heikel. Aber wir sind 2 Sekunden weg, weil Russell und Janet hier einen Motorschaden oder irgendwie einen Schaden hat. Der wurde auch schon von Verstappen und Fernando Alonso überholt und der McLaren ist auch nicht weit weg. Ich weiß nicht genau, was da los war, aber er hat anscheinend irgendwelche Schäden am Auto oder so. Ich habe keine Ahnung, ich habe ihm da nichts getan. Ich war eigentlich immer sehr artig heute. Das, ja, gucken wir auch, dass Leclerc da, wir kommen nicht mal Leclerc nach, aber dieser Ferrari ist im, er hat die Reifen, dann müssen wir weit gehen, aber ich glaube, das ist auch die Linie, die man dafür so vorberechnet hat. Ich weiß mir nicht, warum die gerade geht, weil das ist unschaffbar mit dem Auto. Aber wir sind in der letzten Runde, Leute. 1,4 Sekunden von Hamilton weg, der hat ordentlich aufgeholt. Leclerc ist ordentlich weggezogen und wir sind hier einfach nur im Momentum noch immer noch in der Mitte irgendwie drinnen. Ich denke mal, das wird Startplatz 2 für das morgige Rennen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eigentlich ein Segen sein kann für unser Team. Aber natürlich auch ein Lose, wenn wir beim Start irgendwie was verkacken. 36 Runden wird es morgen geben. Wir werden auf jeden Fall natürlich dabei sein. Hotlap wird es auch geben. Und ich hoffe natürlich auch die Pirelli Hotlap. Also schaut gerne vorbei. Schnellste Rennrunde wurde uns mit 9,78 eine Sekunde schneller. Nein, 4 Zehntel. Aber Charles Leclerc abgezogen. Wie findet ihr mein Helmdesign? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich mag es irgendwie. Ist hier ein bisschen an Aston Martin angelehnt, aber auch an Schlangenmuster ähnlich. Yuan Yu Zhou ist der Fahrer des Tages. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert den Channel gerne kostenlos. Schaut gerne auf TikTok vorbei. Bis morgen und nein, wir sind natürlich hier nochmal kurz, gucke ich mir schon noch an, wo wir starten werden. Wie gesagt, abonniert den Channel gerne, schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei, IT-Gaming und auch gerne auf Itz-Tobi. 7 Punkte gibt's für den 2. Platz und den hat George Russell hier ordentlich verschenkt. Wo ist der überhaupt? 9. nur geworden mit seinen Problemen, nicht mal einen Punkt geholt. Also da gab es dann doch anscheinend mehr Probleme als gedacht. Danke fürs Zugucken, bis morgen oder später zu Pirelli Hotlap und ciao.